Ich. So. Quest angenommen. So, wie soll ich denn das erklären? Weil das Lesen habe ich in der Schule nicht gelernt. Das habe ich nicht einfach gelernt, weil ich war ja früher in der Schule, ich habe ja nur dauerhaft geschwänzt. Und deswegen verdiene ich wenig heutzutage. Also, liebe Kinder. Vanius, würdest du. Ah ja, hat sich schon erledigt. Ja, ich habe jetzt den Quest abgegeben. Wie bist du denn jetzt da oben? Ich laufe da schon mal zu Ihnen hin. Ja, weil damals in der Schule, da ich war nicht so gut. Schule hat mich nicht so wirklich interessiert mal damals, weil ich warte, bis meine Mutter weggefahren ist, ne, mit dem Auto geht zur Arbeit und ich dann wieder mit dem Schlüssel zu Hause sitzen kann. Und du musst mal deinen Story-Bereich aktivieren. Ja. Fällt mir gerade ein. So, ja. Na gut, ich fliege schon mal in den Tempel hin und ich guck mal, welche neue Fähigkeit ich lernen kann. Da habe ich noch ein bisschen was zu tun. Ich erzähle jetzt mal weiter. Ja, weil das die Schulzeit mich nicht so richtig interessiert hat. Und heute bereue ich es. Das ist eher meine Zukunft gewesen, so mein Schicksal. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Was soll ich denn dazu sagen? Was hast du was zu sagen? Ja, aber was soll ich denn dazu sagen? So einen Beruf zu haben, ja, ich will das nicht so in Öffentlichkeit so sprechen, aber da kommt man rein, wenn du auch keinen Schulabschluss hast. Naja, das ist ja nicht anders wie bei anderen. Manche, es gibt halt Leute, die eben keinen Abschluss haben, ne? Zum Beispiel, ich habe auch keinen Abschluss. Aber diese Firma hilft mir außerhalb einen Arbeitsplatz zu kriegen. Auch ohne Abschluss. Und solche Menschen sollte man respektieren. Ich denke mal, das ist, ich sage mal so, im Leben kriegt man halt nichts geschenkt, ja. Und ich denke mal, Vanius, da wirst du mir wahrscheinlich auch recht geben. Und das Leben ist ein Geben und Nehmen. Ja, eben. So denke ich auch. Und man sollte das so respektieren. Ja, aber die Zeiten können sich auch ändern. Wenn zum Beispiel in Deutschland jetzt Krieg wäre und dann halt man ja überall zusammen, ne? Aber wenn es normale Wirtschaft ist und das normale Leben wieder in Gang kommt, dann ist der Fall wieder nicht so. Ist ganz komisch manchmal. Warum Menschen nicht zusammenhalten, das frage ich mich. Es sind unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Religionen und unterschiedliche Einstellungen bei manchen Menschen. Der eine denkt so, der andere denkt so. Das kann man nicht wie beim Computer alles programmieren. Ja. Bei den 7 Milliarden Menschen, was auf der Welt existiert. So, ich gehe mal schnell durch den Dugolot. Das labert mich wieder dazwischen. Also die 7 Milliarden Menschen, was in der Welt lebt, heutzutage schätzungsweise, das hätte in der Zeit noch ein bisschen mehr geben so können. So, ich habe eine neue Waffe. Das hätte bis 50 Milliarden angereicht, wenn diese Kriege alle nicht gewesen wären. Jetzt zeige ich euch mal was. Vanius, nimmst du mal bitte an und dann werdet ihr dann sehen, dass Vanius wo ganz woanders ist, aber es wird ein Hologramm aufgezeichnet, dass er in der Nähe ist. Überzeugt euch selbst. Ja. Ich verkaufe erstmal meinen Kram hier gerade. Was ich alles nicht brauche. So, reparieren. Gut, mach mal. Hat mich sehr gefreut. Ja, musst du annehmen. Bei mir sehe ich nichts. Hallo? Ach so. Okay, ja, dann. Bei mir ist kein Bild hier oben. Also hier unten bei den ganzen Symbole, was hier wo mein Mauszeiger ist. Da kommt dann normalerweise hier so ein Bild aufgezeichnet, Hologramm, wollen sie da hinten und kann abbrechen und so alles so. Ja, genau. Ja, das ist die Mission des anderen, weil der dann den Ort ist und ich bin Juanas und das vereinfacht die Laufwege wieder. Weil das ist nicht wie bei Rollenspielen hin teleportieren gab es vorher, glaube ich. Ja, früher gab es das und hast du es versucht mal irgendwie hin zu teleportieren oder irgendwie oder was ist da auf Schnellreise? Ja, aber dann müssen wir 2 Stunden warten
Und das finde ich echt Hammer bei mir. Das geht ja. Jetzt 2 Stunden, das ist ziemlich viel, meine Meinung. Das geht auch auf. Auch wenn du offline bist, die Stunden laufen weiter. Ja. Früher war das nicht so. Wenn du online gekommen bist, können dann die Stunden los, du gerade Teleporter gehabt hast. Also am nächsten Tag. Und hier ist dann schon wieder alles aktiviert hier, diese Roboterständer. Es kommt bestimmt so ein starker Boss. Ah, warte ich nochmal. Die Flame-Einbrüche geht wieder runter. Scheiße, ich habe wieder hier so ein Padma-Maul. Ich gehe mal kurz zum Leitungswasser und trinke Leitungswasser. Ja. Oh. Alles klar. Dauert nur ein paar Sekunden. Ja. Ja, und zwar jetzt muss ich hier ein neues Quest annehmen, und zwar ich muss da also die Fleischräuber dann irgendwie noch mal besiegen, und wie gesagt, also das ist ja, also da muss ich wieder 3 Antworten geben, und davon ist vielleicht eine der bösartigen, die ich dann antworte, oder eine der guten. Und wie gesagt, und es kommt nicht nur einmal, dass man dann 3 Fragen beantwortet, dann kommt die nächsten Befragung, und da musst du dann auch wieder diese richtig beantworten. So, jetzt habe ich das Quest abgeschlossen, und auf der Karte wird mir dann aufgezeichnet, wo ich dann ungefähr hin muss. Und also diese Aufzeichnung, also wo ich hin muss, das sind dann immer 3 Quadrate, und es wird immer grün angezeigt. Bei Vanyos ist das so, er hat verschiedene andere Quest-Sachen bei Star Wars, und ich helfe ihn ja manchmal aus, und er hilft mir dann aus, und somit kann man dann automatisch mehr EP bekommen. Und später ist es dann so. Ja, ich bin schon wieder da. Dass, willkommen, WB. Also, wie gesagt, dann hilft er uns aus, und später kriegt man dann mal, wenn man dann etwas größer ist und höher ist, also in Sachen Level und so, kriegt man dann irgendwann mal größere Waffen, bessere Ausrüstung. Aber da sie ja jetzt das Spiel jetzt eigentlich etwas geändert haben, war das früher ja eigentlich gar nicht so wie es jetzt eigentlich heute sein sollte. Leider haben die aber auch das Item auch Shop eingeführt, und ja, und damals konnte man das nicht online spielen, wie ihr das schon mal wisst und so, und heute ist es ja kostenlos. Und ich finde, das hat sich natürlich eine gute Seite. Aber dass es dann einen Item-Shop gibt, finde ich nicht so gut. Denn durch diese Karte, wo wir, ich und Vanyos früher gespielt haben, konnte man alles bekommen. Und da gab es auch keinen Item-Shop. Heute ist es ein Item-Shop, und ich finde dieses Spiel eigentlich noch gut, aber schlecht ist natürlich dieser Item-Shop. Ja, da müssen wir alles so freikaufen. Genau, wie Waffen, Rüstung, Schwerter. Nee. Ist es Inventar hier? Kannst du bei eigenen Shop. Ja, das meinte ich ja, wann ihr freikaufen. Und was ich das Blödeste finde, ich muss meinen Helm freikaufen, wenn ich mein Gesicht sehen will. Auch wenn ich den Helm drauf habe. Ja, genau, so sieht's aus. Vanyos, du musst mir leider nochmal aushelfen. Und zwar, wir haben das gleiche Gewässer, wie was du eben abgeschlossen hast. Leider. Ach. Das heißt, du müsstest dann nochmal zurückkommen. Ich fliege. Und ja. Hat's denn geschmeckt, dein Wasser, oder was du da bekommen hast? Ja, ich habe leider nicht eingekauft, und ich hatte nur Leitungswasser und. Ich dachte, es gab dann wieder Geld. Credits.
Oder auch Gretels. Ich war ja in den Laden und wenn ich jetzt zum Laden gehe, guck mal auf die Uhr. Ja. Also gab es keine Credits und wenn es kein Laden ist, dann hatte der Laden leider in Star Wars wieder zugehabt. Ja, und ja. Ich denke mal, die Geschäftszeiten sind da in Star Wars ein bisschen anders als wie 24-Stunden-Shop und in ja, 24-Stunden-Shop und in der Wirklichkeit leider nur bis und wie in 20 Uhr oder so bis 9 Uhr und von 8 Uhr oder von 7 Uhr bis 20 Uhr oder bis 22 Uhr ist gerade mal die deutschen Läden offen und es ist in 18 Minuten 22 Uhr und zum Teegut hat er noch offen, aber das schaffe ich nicht zu Fuß. So, jetzt werde ich erstmal Vanius folgen, weil ich erstmal eine Zigarette machen möchte. Ja, dann folgt mir auch. Und ich muss das leider dieses Quest nochmal machen, weil was Vanius gemacht hat. So, und bei den Gegnern stoppe ich mal. Ja, kommt vor, wenn man zu zweit spielt wird, ist ja together. Aber. Das Problem ist bei den manchen Einkaufsläden, weißt du, bei der FP-Aufnahme ist es ganz schlecht, jetzt nochmal schnell zum Laden zu gehen. Und ich nehme eine ganze Zeit auf, das Bild bleibt stehen und ihr hört als den Kumpel labern und kriegt ja gar nichts mit, weil der nicht aufnimmt. Ich nehme ja nur auf. Und die paar Minuten, was ich jetzt gestanden habe, das war ja nicht so schlimm, war schon Zeitverschwendung mäßig, aber es war nicht zu lange. Wenn ich jetzt sage, kurz, Moment, ich guck mal, was hier los ist. So, wir werden angegriffen. Ja. So, und ich habe den glücklich gekriegt. So. Ich werde mich erst heilen. Ja, der Kollege ist jetzt auch bereit, ne? Genau. Wir gehen jetzt da hoch, wo seine Quests abschließen müssen. Und wir werden wieder angegriffen. Die muss ich auch killen. Ach so, die muss ich auch killen? Nee, du! Ach so. Weil ich sehe deine... Ich sehe kurz so deine Zahl aufblitzen. Ja. Ja, das Spiel Quest gegen Quest, das ist so einfach gemacht. Eine Frage, was benötigt man für die Gilde, eine Gründung? Meinst du, das beantworte ich? Das kannst du schön selber ausfinden. Ach so, übrigens, Vanius, ich habe übrigens die Höhle gefunden, wo dieser Würfel ist. Dieser Eingang für diesen Würfel. Und hier ist schon das erste Quest. Ja, ich habe hier ein Problem. So. Erste Quest, wo treibst du dich denn rum? Hier unten, wo wir waren, wo dieses Knochenteil ist. Hast du jetzt auch gefunden, oder was? Ja, das habe ich jetzt auch gefunden, genau. Dann machst du ja den gleichen Quest jetzt, wie ich. Genau. Ja, ich habe schon zwei Zähne davon. Hier, jetzt hören wir auf abzuhören. Das ist ein Let's Play Together und ja gut, ich werde das Spiel nochmal Let's Play normal für mich alleine. Dann werde ich auch die Dekaloge drinnen lassen. Weil dann kann ich nämlich aufhören zu labern oder so. So, da hast du irgendwas zum Bonus, ne? Ja. Bis 15 musst du abschlachten. Gut. Ja, also 15 Viecher muss ich abschlachten. Dann lass mal langsam mal nach oben prügeln. Mit dem Prügelstock, was ich da hab. Ist doch noch kein Laserschwert, aber das Laserschwert, das macht einen richtig Spaß. Ja, Nahkämpfer müssen normalerweise richtig stark sein, aber haben manche die schwächste Rüstung. In PvP ist es eigentlich sehr schwierig, also es gibt auch sehr stärkere Gegner. Und später habt ihr dann die Möglichkeit, dann PvP zu spielen, wenn es überhaupt dazu bekommt.
Ja, also das ihr könnt ja auch Abo machen und so, aber das ist eure freie Entscheidung in diesem Spiel. Früher gab es also kein Abo, leider. Aber heute hat sich das PvP ist. Kennst du eigentlich so einen Soldaten nochmal? Bitte? Der Soldat, ne? Das ist echt, ey, der. Im PvP, den kannst du kaum besiegen. Ey. Der Soldat oder. Ja, der Soldat ist normalerweise das stärkste PvP. Ah, das würde ich nicht sagen. Also, wenn du. Also, das ist wirklich ein Tank, ist das. Ja. Aber wenn der eine richtig gute PvP-Rüstung hat, ne, dann ist er richtig ein Tank. Richtig gut. Vorsicht, Gesellschaft. Ja, da greifen ihn an. Und ich brauche diese Katzen da. Ja, ist doch anders, ne? Aber ich krieg doch den Gegenstand. Was schießt denn da? Ha, guck mal da oben. Da sitzt da irgendwie so ein Bug. Irgendwie. Ja. Das war leider ein Bug, aber. Ja, egal. Das war leider ein Bug, aber mit dem Fernkämpfer hätte es ihn leicht ausschalten können. Aber bei ja. Nahkämpfer ist das mit dem Bug so hässlich. Gut, dass du mir das besser erklärst. Oder beziehungsweise den Leuten besser erklärst. Ja, die sind ja auch nicht doof, oder? Naja, das habe ich ja nicht gesagt, Vanius. Ja. So, wir müssen nach da. Ne, das ist doch weiter drüben, ne? Das sind die hier. Ja, dass die Richtung aber, stimmt. Aber da oben habe ich was, das wie du hast das auch. Aber lass uns erstmal deine. Ah, wir müssen nochmal da rein. Wo wir waren, da muss man nochmal rein. Tut mir leid, dann sind wir das verdoppelt. So, ich habe mein Quest erfüllt. Aber Hauptsache, man kriegt hier EP ohne Ende. Ja, das ist wichtig. Auch wenn es wenig ist, das gibt ganz kleiner Mini-Strich-Pixel. EP. Somit haben wir aber auch die gleichen Quests dann irgendwann. Ja. Schon mal ausgesehen. Soll ich 3 Stunden aufnehmen? Füllt er mir langsam die Festplatte voll? Naja, weiß ich nicht. Ja, das ist deine Entscheidung, also ich denke mal. Also eine Stunde hat schon über 100 Gigabyte. Ja. Ich nehme das hier alles mit voller HD auf, aber bei den Rendern ist die Qualität wieder scheiße und bei YouTube sieht man das dann auch. Finde ich manchmal wirklich schade. Da unten ist eine Kiste, sehe ich gerade. Knacken wir. Ah, oh, das war dick. Oh, ich bin fast tot. Ich verstehe das nicht, warum die als auf mich drauf gehen. Ja, ich glaube, weil du immer die ersten Schaden mache. Nein, das ist, weil du warte mal, ich guck mal gerade, bevor du jetzt greifst du schon an, aber egal. Das ist ja gut. Ja, da gibt's extra ein Heftchen dafür von Star Wars. Ah, ja, das mache ich auf Scream hier die ganze Also da oben, das ist ja noch gesperrt bis Level 10, ne? Also noch 3 Level und dann haben wir es noch. Ja, also diese Kisten sind manchmal so, dass man Kredit kriegt. Ja. Es gibt auch Kisten, wo da nur Credits drin sind. Mal 1000 Credits. Auch manchmal auch Klamotten und so. Also wie viel Credits habe ich jetzt? Ich habe 1783 Credits. Ganz schön viel für den Anfang erstmal. Aber ich brauche mindestens 25.000 Credits für das erste Fahrzeug zu kaufen. Und ich denke mal, das ist schon ziemlich viel. Ja, das für alleine.
deine Credits brauchst du nämlich für deine Skills. Das ist auch Zeug. Vor allem auch, ja genau, das, die Skills sind eigentlich sehr wichtiger, als wie ein Fahrzeug zu benutzen. Oder zu kaufen. Das unterstützt dich ja nur bei den Laufwegen. Genau. Da, dann kommt man besser, also eher gesagt nach B. besser. Ja genau. Hey, du weißt, das ist mich zu schätzen. Also nimmst du mir gerade die Worte aus dem Mund, wie ich das auch sagen wollte. Ja, weil wenn du schon das überlegst, das Wort alleine, und ich hab's doch schon gleich ausgesprochen. Hier war doch was. Hier ist auch was. Hier. Irgendwas hier. Nee. Siehst du das auf der Karte? Nein.